Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Last Train Home Kampagne, ihr Lieben. Und wir haben das Bataillon hier zurückgeschlagen. Das hat geklappt. Problem beim Zurückschlagen des Bataillons war eigentlich, dass die einen von mir entdeckt haben und wir deswegen ihn hier oder sie eher ja nur verletzt aus der Situation rausholen konnten. Deswegen aktuell ein bisschen blöd. Aber alles in allem immer noch okay, sage ich mal. Wir haben es zumindest gelöst bekommen. Jetzt geht's also hier weiter. Das Bataillon ist aufgelöst. Und natürlich wollen wir hier rechts durch eigentlich auch, ne? Müssen wir uns jetzt ein bisschen an die Situation hier gewöhnen, wie die jetzt gerade mal so ist. Weiß gar nicht, ob der jetzt hier hinguckt. Müssen wir das erstmal genauer beobachten, was der jetzt macht. Okay, der guckt dann hier hin. Verstanden. Oh, schafft er das? Ja, wieder so ein Klassiker gewesen, so kurz vorher nicht, ne? Okay. Passt. War schon mal einen erheblichen Schritt weiter. Ist auch die Frage, ob wir jetzt tatsächlich alle Bataillone auflösen müssen nachher hier. Ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass das mitunter sehr schwer werden wird ohne das Geschütz. Das war echt doof. Da haben wir an der Stelle einfach ein bisschen gepennt, beziehungsweise einen Fehler gemacht. Weiß gar nicht, läuft der jetzt hier hin? Platz. Oh. Sehr gut. Haben wir das nämlich auch? Oh, das sind alles keine Feinde, sondern Freunde. Gehen nochmal hier hin. Ich glaube, ich war vorhin noch irgendwas, ne? Du? Okay, hier gibt's, glaube ich. Ich will nur gucken, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Ich glaube, Feinde sind hier nicht mehr in der letzten Ecke. Aber hätte ja sein können, dass hier noch irgendwie Vorräte sind. Das sieht aber auch nicht so aus. Deswegen werden wir mal eben das hier deaktivieren. So. Was wir natürlich eben mal machen könnten, wäre eben noch einmal hier mindestens reingeguckt haben. Sieht aber gut aus. Sollen wir hier noch mal kurz rein? Keine Gegner. Okay. Und dann nähern wir uns hier mal diesem Innenhof. Kommen wir bei Seiten rein. Ich glaube nicht, dass hier einer reinguckt. Also maximal, sag ich mal, wird wahrscheinlich bis hier der rote Balken gehen. Wir gucken mal ganz kurz. Nur, dass wir jetzt kein blödes Risiko eingehen, das wäre ja unnötig. Habe ich so lange gebraucht, hier die einen. Nee, also, ihr seht das schon, die gucken nicht hier rein, ne? Die kommen nicht bis drinnen. Einer der Winkel ist irgendwie so, dass wir uns da Sorgen machen müssten.
Hören wir uns mal an, was er hier zu sagen hat. Dotham. Vy? Vy vypadáte jako vojáci z toho rozbitýho vlaku. Já nic z toho neviděl. Jen jsem o tom slyšel. Poslouchám, pane. Danke für deine Hilfe. Ano, pane. Das war ja sehr hilfreich. Weckt vielleicht meine Ironie. Das war wahrscheinlich einer, den wir eigentlich gar nicht hätten unbedingt sprechen müssen. Besonders bitter. Ano. Prověřím pozici. Nix. Pane. Podívám se. Nix. Vaše rozkazy, pane. Podívám se. Hier ist Treibstoff, aber im Wesentlichen auch nichts. Hier sind auch keine Waffen oder sowas in der Nähe, ne? Das hätte man ja jetzt noch vermuten können. Podívám se. Wenn noch irgendwo ein Geschütz ist. Na. Rozkazy, pane. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Připraven. Jsem na cestě. Müssen uns halt auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig hier bewegen, weil wir natürlich die Herausforderung haben. Wir wissen, dass von hier Gefahr lauert, ne? Und hier kommt ja auch noch ein Bataillon immer bis hier vorne vor. Wir haben uns jetzt natürlich ein bisschen Ruhe erarbeitet, indem wir gesagt haben, das eine lösen wir auf. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Ja, der guckt dahin. Ja, wir wissen jetzt leider nicht. Das müssen wir nochmal eben rausbekommen. Versuche halt möglichst weit zu schauen. Nochmal. Okay. Wir haben auch keine Granaten mehr, ne? Das ist auch das Problem. Die haben wir halt auf den einen Wagen geworfen, der hier explodiert ist. Das war jetzt auch nicht dumm, aber es hat natürlich jetzt nicht dazu beigetragen, dass wir hier mehr Chancen haben, sondern wir schon ein klein bisschen Probleme haben. Wenn wir die jetzt auflösen würden, noch das sind ja keine 6, das sind ja 8. Das könnte man mit Sicherheit irgendwie schaffen. Es gibt hier nur keine explodierenden Fässer, also keine Umgebungsfaktoren, die wir nutzen könnten. Dann haben wir die ganze Zeit hier diesen einen Einzelnen, der auch noch irgendwie eine Herausforderung darstellt, weil der immer noch mal mitläuft. Der mir auch tierisch auf den Senkel geht, der Typ. So, jetzt könnte ich natürlich das Feuer eröffnen lassen. Ich könnte auch aus jeder... Aber... Also die quasi in so eine strategische Falle locken, ne? Also im Wesentlichen... Wenn ich jetzt ihn zum Beispiel ausrichten lasse, ne, würde das gehen. Aber wir haben nur einen... Oh ne, sorry. Wir haben nur einen MG-Schützen. Das macht dann halt auch nicht so viel Sinn. Auch wenn das... Also, wir würden sicherlich ein paar erwischen, gar keine Frage. Aber mit dem Risiko, dass wir hier zu viele Verletzte davon tragen. Wie gesagt, von hier rechts ist noch irgendwo eine Achtertruppe, die hier immer herläuft. Připravený. Jsem na cestě. Připraven.
poslouchám. Ano? Čekám. Also wie gesagt, man könnte jetzt natürlich, wenn man wollte, eben noch ein bisschen schneller vorwärts und hier noch irgendwie ein bisschen die in eine Falle locken, aus jeder Richtung angreifen. Das würde sie sicherlich verwirren, wenn wir jetzt einmal hier einen Hinterhalt aufbauen würden. Hier zwei, da zwei, hier zwei. Das war knapp. Alles möglich. Rozkazy, pane? Poslouchám. Aber wie gesagt, das ist mir zu viel Risiko. Das würde auch nur klappen, wenn wir wirklich, aus meiner Sicht, wenn wir hier aus allen Richtungen feuern würden. Ich glaube nicht, dass es klappen würde, wenn wir bei meinem Glück kommen jetzt die anderen acht. Okay. Das ist jetzt natürlich besonders langsam. Weil verletzt. Das war so klar. Postarám se o to. Vidím nepřítele. So, jetzt ergebe sich die Möglichkeit, die hier aus dem Spiel zu nehmen, ne? Das sind auch nur sechs. Ano? Das ist er. Připraven, pane. Jetzt haben wir ein Problem. Je synem smrti. Připraven. Tohle bude boj. Sjuda, sjuda. Ano, je synem smrti. Zabijaj prichlopně. Pane. Postarám se o to, pane. Ano. Už jdu. Rozkazy, pane. Tu na pozici. Poslouchám. Der eh schon verletzt war, ist jetzt noch mehr verletzt. Aber ansonsten haben wir es ganz gut überstanden. Das ist doch schon mal sinnvoll. Okay. Die größere Truppe ausgenommen, das ist gut. Rozumím. Rozumím. So, jetzt mal gucken. Jetzt haben wir... Zdravím vás, přátelé. Pokud hledáte své krajany, schovávají se na radnici. Jste tak ochotný podělit se o informace a to jsme se ani neptali. Není to náhodou léčka? Možná, ale chcete přece najít svoje lidi a odjet pryč, nebo ne? My chceme to samé. Okay, da wird quasi schon vermutet, dass es ein Hinterhalt ist. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir könnten zwei Wege laufen. Einmal natürlich hier unten lang. Den haben wir uns jetzt eigentlich einigermaßen freigemacht, wahrscheinlich den Weg. Weil wir jetzt natürlich hier diese Sechsertruppe rausgenommen haben. So, wahrscheinlich will das Spiel aber, dass wir hier oben lang laufen. Wir wollen aber ja nicht immer das, was das Spiel will. Ne? Deswegen... Gucken wir mal, ob wir nicht erstmal einen Moment hier entlang laufen. Vidím nepřítele. Rozumím. Povídejte. Čekám na rozkazy. Rozkazy? So, was ich jetzt natürlich nochmal prüfen würde. Podívám se, co tam je. Nix. Připraven.
Tak se podíváme, co tam je. Jetzt auch nichts, ne? Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie... Gefahr ist nicht unmittelbar. Also wir haben jetzt hier keine gegnerischen Truppen. Ist das ein Busch oder nicht? Doch, das ist... Ano? Co se děje? Rozkazy? Pane? Ano, pane. Poslouchám. Podívám se. Prověřím pozici. Das, was hier unten freigeräumt haben, ne? Vaše rozkazy, pane? Podívám se, co tam je. Aber gucken die bis hier runter? Oh ja, die können auch ein bisschen runter gucken. Hier ist so ein General sogar. Vidím nepřítele. Okay. Pane. Nepřítel, to by šlo. Podívám se. Rozkazy. Natürlich. Jako by se stalo. Podívám se. Interessant. So, jetzt gucken wir mal eben, wie sich das hier so ergibt. Also, wie die so lang laufen. Das sind relativ viele, muss man sagen. Ich meine nur, wo, bis wohin die gucken können. So weit wie die Truppen auf jeden Fall. Geht mir natürlich auch ein bisschen darum, können wir jetzt hier weiter oder kommen wir hier nicht weiter? Jsem na cestě. Du tam. Pane? Tak se podíváme, co tam je. Rozkazy, pane? Jdu do krytu. Ein Risiko, was ich hier mache. Ist auf jeden Fall ein Risiko. Připraven. Aber clever kann ja jeder. Ano. Zaujímám pozíciu. Připravenější uměním pozici. Rozkazy, pane? Kde je cíl? Jsem připravena. Jdu do krytu. So. Okay. Kommen wir hier hinten überhaupt lang? Das ist ja die nächste Frage. Komme ich hier überhaupt lang, wenn ich nicht über die Treppe gehe? Das sieht nämlich gar nicht so aus. Warte mal. Das wäre natürlich schlecht. Weil gar keine Chance haben, hier die Treppe hochzulaufen. Weil wir laufen jetzt schon ganz rum, muss man sagen. Ne? So, und hier ist halt die Treppe hoch, das ist klar. Aber... Wenn es hier gar keine Möglichkeit gibt, wäre es ja blöd, ehrlicherweise. Hm. Meint ihr, da kommt noch was? Oder ist das der einzige Aufweg? Das ist halt die Frage der Fragen, ne? Mein Gefühl sagt mir, es gibt nicht so viel Aufwege. Das würde heißen, dass wir hier auf jeden Fall... abhängig sind davon, dass wir die im Blick haben. Rozkazy, pane. Tak se podíváme, co tam je. Vaše rozkazy, pane? Podívám se. Oh, eine Granate wäre so wichtig. Wir haben einfach keine Granate. Das ist so schade.
Die hätten wir dringendst benötigt. Leider haben wir keine mehr gefunden auch, ne? Also Granaten, gerade Mangelware, und die wäre so, so wichtig gerade. Připraven, pane. Da sieht man manchmal, wie wichtig auch Granaten sind, ne? Also, dass man sie hat, nicht zu unterschätzen. So, der bleibt einfach stehen. Alle anderen laufen weiter. Auch sehr interessant. Weil dadurch macht er mir den Korridor natürlich zu. Bleiben die nämlich jetzt hier stehen? Er sieht nämlich wirklich so aus, als wenn wir... ist ganz schön arschig, ne? Stell dir mal vor, wir hätten eine Granate, dann hätten wir die jetzt hier hochgeworfen und dann hätten wir ein Problem. Das wäre wahrscheinlich optimal gewesen hier mit der Granate, ne? Also hätten wir die jetzt hier, bam, die würde so gut passen. Oh, das wird noch eine echte Herausforderung. Also hier, klar, ne, kann man wahrscheinlich nachher noch so ein bisschen durch, aber den zweiten Wagen dann noch irgendwie kaputt zu machen, das wird... Da sind noch zwei MG-Schützen dabei, Gewehrschützen... Krass. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Připravenější už nebudu. Vidím nepřítele! Wow, dreht er einfach. Das war krass. Stellt euch mal vor, ich wäre losgelaufen. Die Assi. Natürlich brauchen die jetzt auch ewig in 3 Tage hier. Ano. Podívám se. Rozkazy, pane? Jsem na cestě. Musím se někam schovat. Jdu do krytu. Hledám kryt. War die schon mal hier oben? Mal eben einmal schauen. Tak se podíváme, co tam je. Poslouchám. Podívám se. Nepřátelské vozidlo. Ano. Ano? Věřím pozici. Ach, hier wären wir auch hochgekommen. Klasika. Co se děje? So. Ano. Bewegt euch, komm. Du tam. Ano.
Ano. Měním pozici. Už tu. Vidím nepřítele. Wow. Passiert. Sprenggranate. Optimal. Надо работать. Nepřítel. Připraven, pane. Zde. Pane. Tak se podíváme, co tam je. Jo, čisto. Sláva Bohu. Ničeho. Sprenggranate, Optimum. Das ist so ein Snitch, also so ein... Ja, scheint so. Also so Leute, die verraten. Also auch Verräter genannt. Wann die deutsche Sprache verlässt. So, mal jetzt noch einmal gucken hier. Okay. Also. Easy eigentlich. Und machbar, weil wir sie von hinten erledigen könnten und vor allen Dingen auch zwei gleichzeitig. Poslouchám, pane. Já jistě nohá. Vaše plány, pane? Hledám kryt. Okay. Also klar ist, wenn wir den ersten killen, dann kommt der zweite. Das wird klar. Počuvám. Rozumím. Aber bewegen tun die sich nicht. Wir warten nochmal eben ab, weil da hinten kommt normalerweise gleich noch ein Panzer. Das Risiko würde ich ungern eingehen, genau in dem Moment überrascht zu werden. Es gibt ein paar Sprengfässer. Aber, muss man leider auch sagen, an der falschen Stelle. Ne? Für uns wären sie sehr viel sinnvoller, wären sie etwas näher... Und ich warte jetzt nochmal eben ab, ob jetzt hier noch irgendwas passiert. Falls das nicht der Fall sein sollte, würde ich nämlich mit den dreien hier mich so aufbauen, dass wir die alle drei gleichzeitig erledigen. Dann werden die da hinten werden sich auch mucken, das ist auch klar. Deswegen überlege ich gerade... Wenn wir ihn jsem připravena. Povídejte. Rozumím. Povídejte. Rozumím. Ano? Yeah. Nepriatel. Vidím nepriatele. Das ist ein ganz normaler. Der Wagen hier, der hilft ja auch nicht unendlich. Ano. Počúvam. Zaujímam pozíciu. Poslouchám, pane. Zaujímam pozici.
Připraven. Připravený. Čekám na rozkazy. Nebude to čekat, pane. Poslouchám. Vaše plány, pane? Hezky opatrně. Připraven. Poslouchám, pane. Nebude to čekat, pane. Pane, je synem smrti. Co je to bylo? Warum? Rozkazy, pane. Junge, schon wieder so eine sinnlose Kacke. Ano. Tohle bude bolet. Ano, hezky opatrně. Poslouchám, pane. Připravený. Ano. Rozkazy? Winter ein Jahr ärgern, ne? Připraven. Gut, dass wir uns nicht ärgern lassen. Mann, Mann, Mann. Sinnlos war es schon wieder, oder? Bisschen. Poslouchám. Man ärgert sich halt immer. So, der hat jetzt wieder eine Granate. Feier ich. Hallo, Banne. So, das sind halt nur Freunde, keine Feinde. Soll mal eben sich hier heilen. Zaujímám pozici. Podívám se. Jdu do krytu. Ano. Nepřítel. Rozumím. Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Vidím nepřítele. Musím se někam schovat. Poslouchám. Vidím vozidlo. Komm, die bist hier vorne vor? Ano. Už jdu. Keine Ahnung. Du na pozici. Ja, kein Risiko eingehen, oder? Pane? Poslouchám, pane. So. Ja, lass die ruhig hier ein bisschen sich bewegen, das ist okay. Wir sind versteckt und machen damit einen Knoten rein für diesen Teil. Es geht, glaube ich, schon am Freitag weiter. Also wir haben diese Woche zwei Teile Last Train Home. Und dann sehen wir, ob wir es zum Rathaus schaffen, in welcher, welchem Zustand wir das schaffen und welche Herausforderungen noch auf uns warten. Es gibt ja eine ganze Menge, die noch vor uns liegen. Hoffen wir mal, dass das klappt. Bis zum nächsten Teil, euer Kentrio. Ciao, ciao.